So, weiter geht's mit der Erkundung dieser Magma-Gegend. Erstmal, wenn wir auf die Karte schauen, und wir haben schon relativ viel aufgedeckt, was irgendwie komisch ist. Aber vielleicht, weil wir mit dem Drachen hier so eine lange Landebahn hatten, vielleicht deswegen, keine Ahnung, deswegen, aber wir werden uns trotzdem nochmal umschauen. Wir sind ja bestimmt noch einige Gegner hier und diese komische Steinchen, eine Druse. Ich hoffe mal, wir müssen nicht irgendwie eine bestimmte Anzahl von diesen Drusen einsammeln. Aber das wird sich irgendwie, das ist irgendwie logisch, dass wir das wahrscheinlich machen müssen. Hier ist noch eine Druse. Ich rechne mit 10 oder so, müssen wir bestimmt einsammeln. Oder 20 oder weiß auch nicht. 100 werden es bestimmt. Was? Wieso halten die so viel aus? Stirb. Nee, nee. Wo wird uns das hinführen? Was? Werde ich jetzt auch noch abgeschossen? Könnt ihr mich nicht antun? Oh je, eine Plattform. Das ist böse. Aber ich werde da noch nicht hingehen, denn ich will ja erst mich noch ein bisschen umschauen. Hey, komm, bleib einfach mal auf Distanz. Genau. So, gibt's hier drüben noch was zu holen? Nö, da ist nur Lava, Lava und nochmal Lava. Hier habe ich angefangen. Oh, ich will nicht zwischen die Lücken hier fallen. Nochmal eine Druse. Und da hinten war ich ja, glaube ich, schon. Boah, ich bin gerade fast runtergefallen. Ein bisschen Geld noch. Ja, aber ansonsten... Nö. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Großartig, scheint es mir so. Nee, hier ist auch eine Plattform. Warum ist hier auch eine Plattform? Fahren wir einfach mal mit, wohin uns auch das führen mag. Hm. Das ist bestimmt richtig, verdammt. Ich weiß ja nicht. Ich werde beide Richtungen abtasten. Also abprobieren. Wie auch immer. So. Noch eine Druse. Aber hier geht es nicht weiter. Definitiv nicht weiter. Es gibt auch keine, ja, diese Türme, an die man sich ziehen kann, sind ja auch nicht. Ne, ne, ne. Okay, alles klar. Auf dieser Seite auch nicht. Nein, auch nicht. Okay, okay, dann fahren wir wieder zurück. Oh, nicht so viel drehen, nicht so viel drehen. Oh. Gut. Dann werden wir uns jetzt dann auf die andere Seite begeben. Kann man das Feuer eigentlich töten? Nee. Wäre ja unlogisch. Okay, okay. Ich muss hier aufpassen. Ab und zu sind hier brüchige Stellen im Boden, die einstürzen können. Oder einfach, ja, die nicht nur können, die machen es halt. Offensichtlicherweise. Aber ja, jetzt werden wir erstmal hier in den Tod springen. Okay, nein, doch nicht. Hatte geklappt. Ah, Ah, nee, ich habe ihn ausgerüstet. Yeah. Okay, das funktioniert. Gut, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Andere Seite. Komm. Und haben noch eine Druse bekommen. Was sind Drusen? Hier ist gefestigte Lava. Also frisch gefestigte Lava. Was passiert jetzt hier? Oh mein Gott. Wo habe ich was übersehen? Ah, hier ist ein Schalter, ne? Der ist hier ein bisschen verrostet, der Schalter, aber... Ja, nö, ne? Hier kommst du nicht zurück. No. Einmal hier, einmal da, einmal überall. Jojo, jojo. Wehe, das war jetzt nur für einmal. Das war jetzt nur für einmal, was? Boah, wie schnell muss ich denn da rennen? Da muss ich wohl wieder meine Schüchen anziehen. So. Und jetzt wird gerannt. Achtung. 2, 3, 4. Was? 2, 3, 4? Was rede ich denn? Okay, es hat geklappt. Jetzt muss ich nur gucken, dass er nicht plötzlich auf der anderen Seite noch... Nee.
plötzlich auf der anderen Seite nicht noch ein Ding, so ein Greifhaken wäre. Aber jetzt kommt erstmal wieder eine Sequenz, oder was? Nee. Was? Wer bist du? Lebst du hier? Ich erkenne dich. Magus Dagomar, der machtbesessene Verräter von Gothos. Richtig? Ich dachte, man hätte dich für immer bei lebendigem Leibe in ein Stasisfeld eingeschlossen. Welcher Machenschaft ist es bloß zu verdanken, dass du hier sein kannst? Sei still, du erbärmlicher Herr der Drachen. Wie hat es dir denn im ewigen Eis gefallen? Er ist der Verräter des großen Volkes. Er war einer der weisesten Männer seiner Zeit. Aber er hat sein Wissen nur dazu benutzt, die Monster zu manipulieren, auf dass er der Herrscher über ganz Gothos werden könne. Und nun versucht er es erneut. Wenn er die Kristalle in die Hände und damit die Macht über den Schildgenerator bekommt, dann sind wir alle endgültig verloren. Ich sagte dir doch schon, dass du dich da raushalten sollst. Was weißt du schon von meinen Plänen? Das hier ist ohnehin eine Sache zwischen mir und der Freundin unseres Helden hier. Aber gut, wer nicht hören will, muss fühlen. Nimm das! Hey, was machst du da mit Arkan? Ich hab's doch gleich gewusst, dass dir nicht zu trauen ist. Lass ihn los, oder? Schweig still, oder ich werde sehr unfreundlich. Wenn ich schon nicht den größten Helden aller noch lebenden Old Ones samt den Kristallen der Ewigkeit in die Finger bekommen kann, dann nehme ich halt mit der kleinen Old One Lady hier vorlieb. Auch du hast genug reines Old One Blut und Herzensgüte in deinen Adern, um den Schildgenerator zu aktivieren. Dein sauberer Freund wird dich bald vermissen. Früher oder später wird er mir die Kristalle schon dorthin bringen, wo ich sie und ihn haben will. Denn du wirst auch dort sein. Ein schöner Plan, nicht wahr? Nein, Talis! Drachenonkel! Nein, nein! Wir werden ihn definitiv sowas von einer reinhauen. Bei den Gebeinen meines Bruders. Das ist alles noch viel schlimmer, als sich ahnen ließ. Dagomar muss Talis entführt haben. Wie erkläre ich das alles bloß Melvin? Er wird toben. Trotzdem wünschte ich, er wäre hier und wir könnten uns gleich auf die Suche machen. Ich wünschte auch, ich hätte Dagomar verfolgen können. Dann wüsste ich wenigstens sicher, wo er und Talis sind. Was hat er gesagt? Er braucht sie am Schildgenerator. Wozu? Jedenfalls müssen Melvin und ich schleunigst Helmatoros und den Schildgenerator finden, denn dort werden mit Sicherheit auch Dagomar und Talis zu finden sein. Solange Dagomar Talis hat, darf er auf keinen Fall die Kristalle der Ewigkeit bekommen. Mir scheint, Melvin hat mich gerade zur rechten Zeit aus dem Eis befreit, um diese Welt zu retten. Ob ich jetzt noch hier auf ihn warten soll? Nee, dann schau dich mal um, lieber Drache. Ich hör dich doch, du Bob. Ich tob doch nicht. Oder tob ich denn? Du verdammter! Nein, okay, ich tob doch nicht. Sowas mache ich nicht. Nein. Charles wurde entführt. Nein. Ich tobe nicht. Okay. Jetzt haben wir uns beruhigt und gehen wieder speichern. Genau, hier so ein Zwischenspeicherpunkt. Nein, ich will nicht zurückgedrängt werden in die Lava. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will nicht brennen. Gut, alles klar. So, können wir davon zerquetscht werden? Ich weiß es nicht. Wir springen einfach drauf. Also, wo will uns dieses Gebiet hier denn noch hinführen? Ja, interessant. Wir haben noch sehr relativ eine große Fläche hier, die auf uns wartet scheinbar. Und mehr Drusen. Aber was ist jetzt hier der richtige Weg? Das ist die Frage aller Fragen, die uns zu noch mehr Fragen führt. Noch eine Druse. Wie viele Drusen haben wir denn insgesamt jetzt? 9 Stück. Also ich glaube ja wirklich, dass es 10 sein müssen, dass wir irgendetwas, keine Ahnung, erreichen.
Oder sind die einfach nur sinnlos da? Das kann natürlich auch sein, dass wir uns dann wieder Tränke kaufen können, wenn wir die verkaufen dann. Und ja, ich weiß ja nicht mal, wie viel Geld wir haben. Habe ich schon gar nicht nachgeguckt oder so. Könnte ich jetzt eigentlich mal nachschauen, wenn ich hier nicht runterfliegen würde. Verdammte Kacke. Wieso? Wo bin ich jetzt überhaupt? Ja. Irgendwie ja nicht, ne? Ich geh mal zum Drachen. Marvin, wie gut, dass du zurückkommst. Wir müssen unbedingt Talis retten. Der Verräter Dagomar, dein angeblicher Mentor, war hier und er hat Talis entführt. Es tut mir leid. Er hat mich mit einem Zauber gelähmt. Ich konnte nichts dagegen tun. Wir müssen ihn stoppen. Damals hat er sich schon mit den Gegnern verbündet. Doch nun will er gar die Macht über den Schildgenerator erlangen. Wenn er das schafft, dann hat er ganz Gothos und die Kreaturen der Unterwelt in seiner Gewalt. Und wir sind machtlos. Ich weiß nicht, welche Rolle Talis dabei spielen soll, aber er braucht dazu auch die Kristalle der Ewigkeit. Die darf er auf keinen Fall in seine Hände bekommen. Melvin, wir müssen unbedingt Helmar Taros finden. Du musst die Schach besuchen und herausfinden, wo die Insel ist. Ich werde währenddessen weiter über das Meer fliegen. Wir treffen uns auf der anderen Seite des Vulkans. Ich werde dort jeden Abend auf dich warten. Beeil dich und sei erfolgreich, Mel. Keine Reaktion, Mel. Okay, dann eben nicht. Wieso bin ich runtergeflogen? Verdammte Kacke. Jetzt muss ich ja nochmal rum. Nein, jetzt habe ich auch nicht mehr das Ding ausgerüstet. Jetzt habe ich die Schuhe an. Komm. Hopp, dann müssen wir jetzt schnell machen. Dann müssen wir richtig schnell machen. Dann geht er schon. Nochmal Schuhe an und dann geht's ab, mein lieber Melvin. Ab in die Schachstadt. So. Ja. Auf jeden Fall sollten wir jetzt nämlich die Schach besuchen, um herauszufinden, wo die Insel Helmar Taros ist. Das können wir nicht so rausfinden, das wissen nur die Schach. Und wie wir jetzt hier weiterkommen, ich weiß es auch nicht. Okay, was ist das jetzt hier für eine Nummer? Was? Kapiere ich nicht. Okay, sollte ich das einfach nur ignorieren und hier weitergehen? Oder war das irgendwie wirklich was zum Hochgehen, wo ich unbedingt hoch muss? Kann natürlich sein. Nein. Nein, das tut weh, das tut sehr weh. So, jetzt habe ich 10 davon. Interessant, ja. Brauche ich bestimmt nicht alle. Aha. Hier hinten geht's nicht weiter, oder doch? Kann ich das vielleicht wegsprengen? Probieren wir es mal ganz kurz. La. Spreng das Teil weg. Okay, nee, das geht tatsächlich nicht. Hier würden wir auch nach oben kommen. Dann probieren wir das ganz kurz mal. Hey, ich wollte das, den Schalter drücken und dann hier nach oben springen und was auch immer mir das bringt. Ja, ich kann wahrscheinlich hier rüber springen, ne? Au, ja. Denn hier fehlt mir eine weitere Druse. Aber hier geht's letztendlich nicht weiter. Also müssen wir definitiv nicht hier runterfliegen. Genau, nicht hier runterfliegen wollte ich gerade sagen, aber dann bin ich doch runtergeflogen. Ich bin so ein Pfosten. Auf jeden Fall sollten wir jetzt diese komischen Teile hier wahrnehmen, aber wie genau, ja, keine Ahnung und so, ne? Was wollt ihr von mir? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Wie soll ich das denn machen? Das geht doch nicht.
Irgendwas ist hier falsch. Das muss gerade anders darum gehen, aber wie kann ich das denn auslösen? Und, na, das geht nicht, das geht nicht, das geht echt nicht. Oder doch, nee, doch nicht. Warte, ich kann als erstes auf das hier springen und dann kann ich hier hoch und dann, das geht. Moment, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Aber ich muss noch eins weiter hoch. Und halaba. Komm schon. Du schaffst das. Melvin, ich krieg's hin. Ich will das schaffen. Ich hab keine Lust, es nochmal zu probieren. Ich will es jetzt probieren und ich will es jetzt schaffen. Und ich will es schaffen. Ich hab's tatsächlich geschafft. Oh Gott, ich bin so gut. Ist bloß nicht runterfliegen. Wenn ich jetzt runterfliege, dann schäme ich mich mein ganzes Leben lang. Nee, okay. Hier geht's nicht lang. Scheint es so. Es kann natürlich sein, dass wir einfach auf der anderen Seite jetzt runterspringen müssen, weil wir waren mir sowieso noch nicht. Also es ist egal. Also springen wir jetzt einfach runter, scheiß drauf. Hey. Weh, ich bin jetzt irgendwo, wo ich schon mal war. Ist es nicht warm hier? Doch, das ist sehr warm. Aber Melvin hat sonderbare Boots an. Die schützen ihn vor dieser Hitze. Wo geht das denn hier hin überall? Da geht doch gar nicht. Was ist the right way? Okay, hier haben wir eine weitere Kiste. Und hier ist ein Höhleneingang. Da wollen wir sicherlich rein, aber ich will mich noch erstmal ein bisschen umschauen. Haben wir noch was hier auf der Karte zu entdecken? Na, eigentlich nicht, aber ich glaube, da war noch gerade ein Feuer, das ich unbedingt töten will. Ich habe es doch gesehen. Wo bist du denn? Zeig dich. Beuge dich mir. Los. Ja. Eine weitere Druse. Und ab geht's in diese Höhle hinein. Oder doch nicht. Das war keine Höhle, das war einfach ein Durchgang. Was sehen wir denn da oben? Was ist denn das da? Interessant. Naja. Dann rüsten wir jetzt mal eben den Greifhaken aus, um auf die andere Seite zu kommen. Hey, um auf die... Du sollst hier nicht rumrüsten, du sollst einfach rausgehen, um auf die andere Seite zu kommen, genau. Ja. Hier ist noch ein größeres Lavagebiet, scheint es mir so. Oh ja. Kugelkegeln. Was? Kugelkegeln? Ich nehme mal an, dass ich jetzt hier in der Stadt irgendwo angekommen bin, weil Kugelkegeln... Es hört sich ziemlich freundlich an und nicht nach irgendeinem bösen, nach einer bösen Gegend oder so. Deswegen sollte hier irgendwo bestimmt die Stadt sein, die wir unbedingt wollen, müssen, sollen. Meinst du nicht? Ich weiß nicht. Ja, die gehen aber auch immer schwieriger down, die Gegner hier. Wir sollen jetzt auf jeden Fall auf diese Insel hier. Oh je, wie soll ich da rüberkommen? Gar nicht. Da komme ich doch nicht rüber. Was wollt ihr denn? Oh, ist das gefährlich hier. Soll ich hier rüberspringen oder da rüberspringen? Ich weiß es nicht. Alles sieht hier gefährlich aus. Deswegen kurz mal einen Trank. So, wo wollt ihr mich hinhaben? Wo wollt ihr mich hinhaben? Hier nicht, da nicht, überall nicht, ne? Ich übersehe hier irgendwas. Ich bin mir ziemlich sicher. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aha. Okay, irgendwas ist hier wirklich faul. Wie komme ich da hoch? Was ist hier mein Ziel? Soll ich vielleicht mal hier auf diese Seite schauen, ob ich hier nicht irgendwo rüberkomme? Aber nein, ich sehe keinen Übergang. Ich bin jetzt gerade eben hier rüber und ja, hier irgendwie rüber, aber dann ging es nicht weiter. Ich sollte vielleicht hier und dann irgendwie darüber, nehme ich an, aber ich... Nee, Moment, ich bin... Wie bin ich denn jetzt lang gegangen? Boah, das muss ich gleich nochmal sehen dann. Das wollen wir uns gleich nochmal anschauen. Ja, nein. Hier war es nicht. Moment, wo stehe ich denn jetzt? Interessant, okay. Nee.
Dann geht's wohl doch hier lang, aber was? Hier. Und hier komme ich nicht mehr weiter. Außer hier wäre irgendwas, aber darüber komme ich auch nicht, nehme ich an. Das war ja zu weit der Sprung. Deswegen ist jetzt gerade die Frage, wo es denn weitergehen sollte. Also hier rüber springen wohl kaum. Das ist nicht das Ziel, nein. Außer ich habe irgendwas. Nee, ich habe nichts. Habe ich irgendwas bekommen, das mich hier weiter springen lässt? Nee, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nichts. Vielleicht soll ich mal hier, ne? Ich weiß nicht, dann springe ich aber nicht weiter, oder? Ich glaube aber... Ich weiß ja nicht. Oh. Ich könnte aber sein, dass ich dann weiterspringe. Sollen wir es mal probieren? Okay, das könnte aber jetzt richtig in die Hose gehen. Bevor wir das machen, gehen wir nochmal hier. Au! Oder ich wurde direkt in der Luft getroffen. Das kann doch nicht sein. Der wollte mich auf den Arm nehmen, okay. Aber wie wir das denn schaffen, seht ihr dann in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Ja.